der Geschaffene. Die Menschheit braucht immer einen Führer, einen Geschaffenen, der von weit oben kommt, aus dem rein geistigen Urgeschaffenen. Warum? Denn ohne ihn würde die Menschheit, die Erde, wieder in eine Starre sinken. Als Abdurchin ging 1941, setzte eine Starre ein, weil kein Nachfolger da war. Alexander Bernhard war zu schwach. Sein Körper konnte nicht den geschaffenen Löwen aufnehmen. Somit sank die Erde und mit ihnen die Menschheit in eine Starre. Aus der Starre erwachte sie erst 2012. Danach setzte nach und nach das Licht wieder ein über den Menschen. Ein Geschaffener wurde vorbereitet, nach und nach, seinen Körper immer stärker erfüllt mit der urgeistigen Kraft. Nach und nach geschah dies. Heute ist dieser Geschaffene hier, denn ohne ihn könnte die Menschheit nicht mehr zu Gott finden. Warum? Seit Jesus da war und Gott sein Antlitz verhüllte, sank auch wieder die Menschheit in eine Starre, in eine beinahe Auflösung ihrer Seele. 2000 Jahre lang. Dann kam Abdurchin, der Sohn, aus dem Licht und brachte die Grasbotschaft. Die Botschaft aus dem Licht. Es braucht also diese Verankerungen immer wieder. Fehlen diese Verankerungen, zerfällt die Menschheit. Sie zerfällt in ihr Eigendünkel, in ihr menschliches Eigenwollen, in Selbstsüchte und in Hänge. Tja, nun ist dieser Geschaffene da und alle Menschen dürfen frohlocken, freudig sein, denn er ist da und er wird die Menschheit führen. Nicht die ganze Menschheit, es wird mindestens 4/5 hinweggerafft. Sie gehören zu den Lauen, die alles mitmachen. Nun, an die wenigen, an die Schar, und bei jedem in der Schar sind mindestens 1000 gleicher Art hinter ihm stehend, durch Anziehung der Gleichheit im Geiste, aber auch durch seine Charaktere und seine Fähigkeiten und natürlich auch durch seine Hänge. Ich will jetzt aber vom Guten sprechen, und die Menschen führen also sich selbst inmitten von diesem Geschaffenen. Sie müssen also den Geschaffenen finden. Es ist Gebot, es ist Befehl aus dem Licht, dass der lichte Mensch diesen Geschaffenen findet. Nur er kann den Menschen dann die Strahlung geben, die sie benötigen für ihren eigenen Fortschritt, für ihr Fortschreiten im Licht. Dieser Geschaffene ist eine Verankerung. Ohne diese Verankerung ist es nicht möglich, dass Menschen aufsteigen können zum Wohle des Lichts, bis hinauf an die Thronestufen Gottes, im Gebet wachet und betet. So könnt ihr hinaufkommen. Etwas hält euch aber fern, dies zu tun. Es sind eure Hänge. Abdurchin sagte, habt nur einen Hang. Es soll euer einziger sein, nämlich den Hang nach Gott. Ihr sollt diesen Hang nach Gott
anstreben, in Liebe und Gerechtigkeit, in Fürsorge und Mitgefühl an die Menschheit, die nun in Übles, Arges, in Not und Leid geraten wird. Die Menschheit braucht also euch, ihr lichtverbundenen Menschen, ihr, die eingeweiht seid in die Weisheit oder in die Wahrheit. Ich rufe euch zu, Kreuzträger, die im Grale steht. Es hat sich einiges gewandelt und wurde neu. Wenn ihr nicht neu werdet in diesem Glauben, in dieser Überzeugung, dann werdet ihr abfallen. Ihr könnt nicht mithalten. Denn dieser Geschaffene ist gesetzt und es kommt kein anderer. Bis viele, viele Jahre vorbei sind, bis ein Neuer kommt, um diesen Geschaffenen abzulösen. Eure Hänge, sei es, indem ihr dem Alten noch nachhängt, sei es, dass ihr noch Familie, irdische Güter zu sehr im Hange befleißigt, belebt und einen richtigen Hang auslöst darin, sei es, dass ihr durch Schuld noch gebunden seid an dies und jenes, an Menschen, an Sachen, dann löst diese auf. Geht hin und seid in Reue und vergibt diesen Menschen. Denn ihr müsst frei und froh sein. Ihr müsst in Freiheit, im Heiligen Grale, dienen können. Wenn dann nur noch der Hang zu Gott ist, zum allerhöchsten, ewigen, alleinigen Gott, dann habt ihr es geschafft. Dann werden euch Tausende folgen und ihr werdet frohlockt sein, erquickt sein im Geiste, dass nun diese Menschen euch folgen werden. Aber führt sie nicht in die Irre. Gebt ihnen, wonach sie verlangen. Zuerst ist es das Wort, das sie benötigen. Und immer wieder ist es die Wahrheit und die Weisheit aus den Worten, sei es Jesus, sei es von Immanuel Abdruschin. Ihr seid verantwortlich, ihr alleine. Ihr seid es. Ihr müsst diese Menschen führen. Ihr müsst diese Menschen begleiten im Mitgefühl. Schafft ihr das nicht, geht ihr unter. Habt ihr noch falsches Mitleid? Habt ihr noch falsche Fürsorge? Geht ihr unter. Habt ihr noch Falsches an euch? Dann müsst ihr es bereinigen, ausmerzen, abschlagen in der Seele. Ihr könnt sofort beginnen, ihr müsst sofort beginnen, denn die Zeit drängt. Die Zeit drängt so stark. Dieser Geschaffene ist in voller Reife, steht vor euch, der Geschaffene. Ihr werdet ihn finden, wenn ihr wollt. Achtet auf seine Worte. Sie kommen von oben, sie sind nicht irdisch. Erzeugt von der Liebe Gottes und seiner Gerechtigkeit in Immanuel. Der Gottgesandte Immanuel und der in Liebe gesandte Jesus sind vereint und sie sind in feinstofflicher Art hier. Man sagt auch, sie sind über den Wolken und sie kommen in den Wolken zu den Menschen. Und so ist es. Der Geschaffene nimmt voll und ganz die Kraft auf, die die zwei Söhne ihm spenden.
hört es wohl, sie spenden ihre Kraft diesem einten Gesandten und auch seiner Wegbereiterin, Begleiterin. Denn ein Mann ohne eine Frau, der kann nicht bestehen gegen dieses Dunkel. Denn die Frau hat mehr Feinheit, mehr feines Empfinden und in der Gefahr, die Bereitschaft, die Anmut, alles, was dunkel ist, was nicht in den Plan Gottes passt, sofort abzuwehren. Die Frau, sie vermag es. Mit Leichtigkeit. So sie noch Frieden in sich trägt. Der Geschaffene ist also hier und er freut sich vollster Gesundheit. Der Löwe, den Helden Mut trägt er und es ist bald vollbracht. Die Strahlungen, sie hören nie auf, sie kommen und gehen, wallen und wogen, sind nie gleicher Art, sie kommen und gehen. Ihr könnt es erfahren, wenn ihr in seine Nähe kommt. Sucht den Geschaffenen, sucht den Löwen, ihr werdet ihn finden. So ihr ehrlichen Worte sind, so ihr euer Glaube in der Überzeugung, in Ehrlichkeit erhalten habt, in Reinheit, dann wird Gottes Kraft euch führen zu ihm. Es gibt nur einen, prüfet, wäget nicht lange ab, aber prüfet genau, sachlich, und dann werdet ihr das Sachliche finden. Ihr werdet finden im Gottgeheiß, was heute Sache ist, für ein hohes Amt, das er einnimmt, denn ohne das wird die Erde und die Menschheit untergehen. Je mehr Menschen im Wall um ihn stehen, desto mehr kann er wirken, kann er auslösen. In New York, Central Park, im Dunkel aller, die da sind und frönen und ihres tun in selbstherrlicher, selbstherrischer Art, wird alles untergehen, denn alles ist falsch, was da geschieht. Es sind nun die Punkte auf der Erde, die nun ausgelöst werden durch diesen Geschaffenen. Ihr denkt nun, es wird sowieso ausgelöst, da habt ihr recht. Nur die Schnelligkeit ist eine andere, seit der Geschaffene hier ist. Seit der Geschaffene in das Amt gegangen ist. 2018. Nun aber wird die Strahlung um ihn immer stärker, so stark, dass nun diese Auslösungen in unglaublichem Maße geschehen und gleichzeitig und übereinanderschneidend. Und alles, was dunkel ist, wird zerfallen. In der Ursache müsst ihr suchen, dann werdet ihr finden, warum es geschah. Denn die Ursache ist geistiger Art und wird sich nun zeigen in den Menschen, die da sind und Falsches tun. Es ist ein Grauen, das nun die Menschheit erfasst. Ein Grauen, was nur wenige sehen können, weil die anderen, die materiell irdisch denkenden Menschen, sie werden es noch nicht erfassen können. Denn sie sind noch geblendet und sie spotten und lachen noch über das, was geschieht, das, was Gott ausgelöst hat. Ja, sie spotten. Die anderen aber, sie sehen nun, was kommt
Und es kommt manchmal sogar 10 Dinge an einem Tag. Man kommt nicht mehr nach mit Schauen. Und es überstürzen sich die Ereignisse. In allem aber denkt immer an die Ursache. In allem. Seid nicht lachend über diese Menschen, die es trifft. Denn ihr sollt in Mitgefühl da sein. Für die Menschen, die dann noch aufwachen, seid im Mitgefühl. Lacht nicht über sie. Das würde neues Karma bei euch erzeugen. Schlimmes und großes Leid kommt und große Not. Die Menschheit schaut auf euch. Wenn ihr glaubt im Alltag, dass die Menschen euch nicht sehen, wie ihr wirklich seid, dann täuscht ihr euch. Wenn ihr glaubt, dass die Menschen eure Gedanken nicht sehen im Alltag, dann täuscht ihr euch. Ihr werdet dann bitter enttäuscht werden, wenn sie zurückschlagen, in irgendeiner Art. Und sie werden heute schon zurückschlagen in ihrer Art, denn sie können es nicht anders. Also seid wachsam. Ich rufe euch zu, habt nur noch einen Hang, den Hang nach Gott. Dann werdet ihr glückselig sein, erquickend und verlockend. Ihr werdet im Frieden sein mit euch und den anderen. So viel zum Freitag in einem Sommer, herrlichen Sommertag im August. Es beginnt. Alle, die jetzt noch im Alten stecken bleiben, sie werden bitter enttäuscht. Bitter. Ich kann nur sagen, ihr seid verloren, solange ihr noch im Alten steckt, in euren alten Anschauungen, gegenüber mir, gegenüber der Wahrheit, der Weisheit, gegenüber allem, was ist. Solange ihr noch im Alten steckt, könnt ihr untergehen, ihr könnt verloren gehen. Rafft euch auf, werdet neu, steckt alle Hänge zurück, die ihr habt, und habt nur noch einen Hang, den Hang nach Gott, dem ewigen, allmächtigen, alleinigen. Sein Wille ist Immanuel. Seine Liebe ist Jesus. Haltet euch daran. Amen. Immanuel Markus Hösch.